Hallo Leute und willkommen zurück zu einem Video von mir. Heute gibt es die Kapitel Review zu Ganji, Kapitel 16, und ja, das Kapitel startete bombastisch. Als erstes gibt es einen Flashback, es war nur eine Seite lang. Dort sehen wir jedoch, wie Fujimoto und Abiko zusammen in einer früheren Mission zusammenkämpfen. Und zwar gegen so eine Art Ziegenbock-ähnliches Alien. Ihr kennt tatsächlich diese komischen Ziegendämonen. Gegen so eins kämpfen sie nur in recht groß. Abiko schon schwer verletzt, wir sehen in der Ecke so einen Totenganzer liegen, Fujimoto fiel auch schon arm, der steht jedoch auf den Arm von diesem, ich denke mal, der wird der Boss sein, und will dann mit der Haare anschießen. Nach dieser Seite geht es aber auch zurück zur Mission, die ja jetzt gerade läuft, also in die Gegenwart. Dort, es wird noch gezeigt, dass Abiko daran gedacht hat, vermutlich soll das Abiko noch mehr Antrieb geben, auch diese Mission zu überleben und seinen Freund wieder zu beleben. Wir sehen auch nochmal ganz, wie die Zeit langsam abläuft, denn es sind nur noch 9 Minuten Zeit. Und ja, Abiko fackelt dann auch gar nicht lange und greift das Fischmenschen-Alien an. Schießt erstmal mit der Haar oder Setgun, wie man sie jetzt nennen möchte. Und ja, das Alien weicht natürlich anfangs aus, dann gibt es so einen kleinen Abtausch, bis Abiko dann von hinten das Alien angreift und ihm mit der X an den Kopf wegschießt. Doch der kopflose Körper des Aliens, da am Hals, wo man noch Kopf hat, da brummelt so ein bisschen. Da will sie schon gerade wieder ein neuer Kopf kommen, doch Abiko reagiert sofort, zielt und zermanscht das Alien mit der Haaren. Und ja, bis halt nur noch eine blutige Lache ist es gar nicht, also es ist keine Blutlache. Das Alien scheint, ja, da ist so eine Art milchige, schleimige Flüssigkeit, wie es aussieht. Und ja, natürlich denken jetzt alle, okay, es ist vorbei, aber der Transfer geht nicht los. Und dann sieht Abiko plötzlich, wie in dieser ja, milchigen, schleimigen Flüssigkeit plötzlich ein Auge auftaucht und ja, wie so eine Art, deshalb komme ich auch auf diese Schleimthematik, da irgendwie plötzlich so eine Art Stachel aus Schleim hochgeschnellt kommt und Abiko das Ohr abreißt, beziehungsweise abschlägt, das scheint wohl ziemlich scharf und spitz zu sein. Das Alien ist erstmal weiterhin in dieser flüssigen Konsistenz, greift an, fesselt jetzt auch Murishita, also das Underground Idol, die kann sie nicht bewegen, mittlerweile nimmt diese Konsistenz eine neue Form an, von ja, einem Monster, was ihr wohl gerade auch ja, den Kopf abbeißen will, doch da platzt das Monster, weil nämlich jetzt hier Miyazaki, also die Brinnschlange und Kachi ankommen, und Miyazaki hat von der erhöhten Plattform, von so einem erhöhten Gang da draußen, auf das Alien geschossen und konnte somit Murishita retten. Da, und ja genau, das Alien nimmt dann nun natürlich noch weitere Formen an, jedoch es sind keine wirklich richtigen Formen. Es ist halt immer diese schleimige, matschige Konsistenz. Mittlerweile die Mittelschülerinnen und die schwangere Frau beobachten das Ganze, was da passiert. Das Alien breitet sich dann aus in so ganz viele Klingen und schlägt zu, trifft dabei auch ein paar der Ranzer. Kachi wird an der Schulter verletzt und Murishita verliert einen Arm und Miyazaki verliert ein Bein. Kurona ging soweit unverletzt raus hervor. Und ja, jedoch will sie natürlich zu ihren zwei ja, zu Freundinnen noch hier. Ich weiß nicht, ob Murishita eine Freundin ist, ich glaube nicht, aber hier Miyazaki natürlich hin. Doch dann wird sie von Abiko genommen. Dieser werft sie, wie es aussieht, wirklich weg. Ja, und dann kommt das Schockierende, das Alien wollte wohl nämlich Kurona töten und Abiko hat sie, dadurch, dass er sie weggeworfen hat, gerettet. Dafür hat es Abiko aber erwischt und er wurde waagerecht in zwei geteilt. Die Mädchen fangen nun an zu heulen, sind ja hoffnungslos, bis auf Kurona, welche jetzt den Kampf aufnimmt gegen das Fischmenschen-Alien. Sie greift das Alien an. Das Alien hat sich allerdings mittlerweile die Haare angeschnappt, die auch irgendwie so komisch verformt aussieht, mit irgendeiner Art Kruste wohl überzogen. Wenn es die Haare ist und das nicht eine Haare nachgebildet hat, und schießt jetzt auf die Stelle, wo die schwangere Frau und die Mittelschülerin sind. Der Schuss trifft Kurona, ist erstmal ja, verzweifelt, weil sie sieht, wie der Koffer hier von der Mittelschülerin, also wo der Anzug drin war, kaputt ist. Dann jedoch merkt sie, dass sie zwar in Sicherheit sind, weil die Mittelschülerin hat sich den Anzug angezogen und ist mit der schwangeren Frau weggesprungen. Doch jetzt kommt noch eine Sache, mit der ich wirklich nicht gerechnet hätte. Und zwar, die Schwangere bei der setzen gerade die Venen ein. Wird jetzt erst in der ganzen Mission das Baby geboren oder dann im Ganzraum? Und ja, sowas gerade noch nie, wenn sofern sie natürlich überlebt. Das ist ja noch nicht sicher. Und ja, wie gesagt, Kurona greift dadurch natürlich jetzt wieder das Alien an, nimmt sich irgendwie so ein komisches Schild und schlägt das Alien, ja,
ja, so hier längs. Und ja, denkt dann, na, die geschafft ist es denn nicht, denn genau dann sieht sie nämlich das, dass die Schwangere und hier diese Mittelschülerin noch leben. Währenddessen verflüssigt sich der Körper wieder, denn diese Schleimmasse hat in der Zwischenzeit wieder den Körper von dieser Frau angenommen, verflüssigt sich wieder und ja, lutscht zum toten Abiko hin und ja, überzieht den bzw. geht auf den drauf. Und das letzte Bild, was wir sehen, ist, wie der tote Abiko plötzlich seine Augen öffnet, also na, nicht die Augen öffnet, sondern sich seine toten Augen in die Augen des Aliens verwandeln und damit endet dieses geniale Kapitel auch schon wieder. Wie es aussieht, hat das Alien, die jetzt Abiko übernommen, scheint diese schleimige Masse scheint von ihnen reingegangen zu sein. Und wow, also welch grandioses Kapitel, da hat sich das Warten gelohnt. Die letzten Kapitel erschienen ja mal recht spät. Wie könnte es jetzt weitergehen? Okay, das Alien wird jetzt in Abiko reingehen. Die Mission dauert doch noch länger als gedacht. Okay, gut, ich hatte ja schon gesagt, so ein bis zwei Kapitel. Ich denke mal, nächstes Kapitel wird die Mission allerdings vorbei sein. Ja, wie werden die Mädchen reagieren, wenn da plötzlich Abiko aufsteht, wenn er überhaupt aufstehen kann? Denn Endman ist in wahre rechte Form geschlagen. Und vor allem fragt man sich auch, wie wollen sie das Alien besiegen? Denn bis jetzt hat kein Schuss wirklich was gebracht bei diesem Alien, weil es nur eine schleimige Konsistenz ist. Wird man es vielleicht jetzt töten können, jetzt wo es eine Art richtigen Wert hat? Also wenn sie jetzt Abiko töten, sagen wir ihm den Kopf abschlagen, wird dadurch ja auch das Alien sterben. Oder wird es vielleicht so enden, dass sich Kuguna irgendwie noch die Haare von Abiko oder Fujimoto schnappt und dann wie Kato in der Osaka Mission einfach immer und immer und immer wieder abdrückt, bis nichts mehr vom Alien übrig ist. Oder wird es vielleicht auch ganz anders enden. Wie gesagt, auch ob das Baby geboren wird. Ist natürlich eine recht interessante Frage, weil sowas gab es noch nie. Und wenn das noch in der Mission geboren wird, kommt das dann auch mit in den Ganzraum und wird dann auch als Ganzer gezählt? Das wäre etwas komisch, weil, ja, ich meine, Takeshi konnte sich ja noch während, der war ja, denke ich mal, 6 Jahre oder so alt. Der konnte also schon kämpfen, aber Baby wird ja nie und immer in der Lage sein, nur ansatzweise einen Punkt zu bekommen. Selbst wenn es den Anzug trägt, da ist unmöglich. Oder zählen die Punkte dann für Mutter und Baby? Okay, da wissen wir nicht. Wir wissen ja aktuell noch nicht mehr, ob die überhaupt überleben. Wie gesagt, 3 der Mädchen sind verletzt, wobei Mias Havel überhaupt nicht mehr wirklich kämpfen kann. Morishita ist so geschockt. Die einzige, wo ich denke, dass sie wieder noch was machen kann, ist Kachi. Die hat sie nur an der Schulter getroffen und die, denke ich mal, ist auch recht hart im Nehmen. Also sie wird da schon noch was machen. Ikigami hat eigentlich auch nicht wirklich viel gemacht. Es kann auch darauf hinauslaufen, dass Kuman und Ikigami sich jetzt doch nochmal wieder zusammentun und gegen den Boss kämpfen. Die Frage ist überhaupt, werden sie in der Lage sein, auf den Boss zu schießen, wenn er aussieht wie Abiko? Ist natürlich auch die Frage, ja, oder auch die Frage, wie lange wird das Alien überhaupt in dieser Abiko-Form bleiben? Bleibt es auch nur kurz hin und nimmt dann noch eine andere, ganz andere Form, aber eine Art letzte und finale Form? Das ja, werden wir alles im nächsten Kapitel sehen. Was bei dem Kapitel jedoch wirklich auffiel, ist, dass die Gewalt ist in diesem Kapitel deutlich schwächer als in den vorherigen Kapiteln. Man muss wirklich eine Sache sagen, Keita Itsuki und Uki Hiroya hauen am Ende der Mission immer richtig geile Sachen raus. Ich meine, erste Mission, Beast Alien metzelt mal so da alle nieder. Oder auch jetzt hier Abikos Tod, das Alien, was kaum ja, zerstörbar ist. Allerdings ist hier jetzt zum Beispiel, dass der Blutfaktor wirklich sehr gering ist. Auch wo den Mädchen dann der Arm und das Bein abgeschlagen werden. Man sieht es zwar, wie die dann abliegen, allerdings ist es trotzdem wirklich sehr, sehr harmlos. Oder auch wie Abiko in 2 geschlagen wird, ist auch deutlich harmloser, muss ich sagen, als noch davor die Szene mit Nike in der ersten Mission, wo man halt noch wirklich sah, dass wirklich viel Blut rauslief und auch Teile der Organe rauskamen. Das hat man bei Abiko jetzt allerdings nicht. Also das Kapitel ist vom Gewaltanteil tatsächlich bis jetzt das Schwächste gewesen innerhalb der Mission. Also was den Gewaltanteil betrifft. Trotz allem ist es kein schlechtes Kapitel und das zähle ich jetzt auch nicht unbedingt als Kritikpunkt dazu. Denn das Alien, denn was das Alien betrifft, ist es zum Beispiel, ja, ist es nur eine schleimige Konsistenz. Und solche krassen ja, Verletzungen hat da bis jetzt auch noch kein Ganzer bekommen. Wenn ihr versteht, was ich meine, okay, der eine wurde in 2 geschlagen, war aber danach auch sofort schon tot. Euer wieder machen, werde ich gespannt sein, wie es weitergeht mit diesem Kapitel. Da der Februar ja nur 28 Tage hat, hoffe ich, dass hier das Kapitel dann deutlich schneller erscheint.
Vielleicht Mitte Februar dann, wäre auf jeden Fall super. Aber es gibt noch eine gute Nachricht, Leute, genau. Denn Ganshi Band 3, der erscheint am 17. März. Ja, ich denke mal, ihr habt ihn so wie ich schon alle vorbestellt. Trotz allem möchte ich es nochmal erwähnt haben. Und nicht vergessen, am 22. Februar erscheint ganz O auf DVD und Blu-ray. Wer jetzt noch nicht zugeschlagen hat, schnell zuschlagen. Und ja, das war Ganshi Capital Review 16. Grandioses Kapitel. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Werden wir sehen, wie ein Baby in der ganzen Mission oder später im Ganzraum geboren wird? Wie wird das Alien besiegt? Wird es jetzt verschiedene Leute übernehmen noch? Wird noch eins der Mädchen draufgehen oder nicht? Und natürlich, was noch eine Frage, die einem natürlich auch einfällt: Abiko ist tot. Das heißt also, es werden halt am Ende nur Leute sein, die noch nicht lange bei Ganz sind. Unsere Mädchen und vielleicht die Schwangere und die Mittelschülerin. Und ja, werden wir dann etwas über die Gegebenheiten erfahren, denn wir haben bis jetzt, keiner von denen hat sich in dieser Schule umgeschaut, keiner hat Fragen zu dieser Schule gestellt, die scheint etwas außerhalb der Stadt zu sein, weil man im ersten Kapitel ja Bäge sah und sie auch später mit dem Auto gefahren sind. Wie werden sie dann aus dem auch wieder zurückkommen? Dann nämlich, ja, zurück nach Hause, weil, ja, ich denke kaum, dass einer davon ein Auto hier kurz schließen kann und damit losfahren. Das sind auch Fragen, und da bin ich wirklich mal gespannt, ob das geklärt wird oder ob nach der Mission einfach so über Punktevergabe und dann auf der nächsten Seite einfach nur willig, ja, die sind dann wieder zurück zu Hause in ihrem Alltag. Und ja, wieder natürlich stellt sich jetzt auch die Frage, werden die Mädchen weiter trainieren, aber okay, das wäre noch große Zukunftsmusik, die wir uns dann stellen, diesen Fragen können wir uns dann stellen, wenn die Mission vorbei ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.